1000 Meter über der eiskalten Nordsee kommt es zu einer Katastrophe. Mayday, Mayday, 56 Charlie. Ein Hubschrauber wird in einem heftigen Sturm schwer beschädigt. Die Piloten versuchen verzweifelt, den Absturz ins Meer zu verhindern. Die Küste ist weit entfernt und sie sind außer Reichweite des Radars. Niemand kennt ihre genaue Position. An den darauffolgenden Tagen machen sich Ermittler auf die Suche nach der Ursache des Absturzes. Diese schockiert alle Beteiligten. Sie offenbart eine verborgene Gefahr, die weit über die Nordsee hinausreicht. Die Suche nach Öl treibt den Menschen in die unwirtlichsten Regionen der Erde. Dies ist eine von ihnen. Die Nordsee trennt Großbritannien von Kontinentaleuropa. Sie ist nicht besonders tief. Daher lassen die hier vorherrschenden heftigen Winde riesige Wellen entstehen. Das Wasser ist kalt, grau und wild. Doch hier draußen gibt es Öl und deshalb müssen tausende Arbeiter auf dutzenden Ölplattformen bei jedem Wetter ausharren. Die Männer können nur mit Hubschraubern hierher transportiert werden. Die Flüge sind holprig und lang, bis zu 500 Kilometer müssen jeweils zurückgelegt werden. Für viele wird dieser Flug nach Jahren zur Routine und die Gefahren werden oft vergessen. Doch an einem kalten Januarmorgen im Jahr 1995 müssen sich 18 Männer bei einem solchen Flug eine schreckliche Frage stellen. Mayday, Mayday, Mayday! Der Heckrotor ist ausgefallen! Notlandung auf dem Wasser! Haben sie in einer so feindlichen Umgebung eine Überlebenschance? Oh, 19. Januar 1995. Pilot Seth Roberts und sein erster Offizier Lionel Soul arbeiten für Bristow Helicopters im schottischen Aberdeen. Ich fülle noch das technische Logbuch aus. Wir sehen uns oben. In Ordnung, ich lade den Flug herunter und schaue mir den Wetterbericht an. Die beiden Piloten bringen die Arbeiter hinaus auf die Ölplattformen in der Nordsee. Jetzt am Vormittag haben sie bereits einen Flug absolviert und sie bereiten sich auf den Rückflug vor. Ihr Hubschrauber ist ein Super Puma 56C. Während er überprüft und betankt wird, kontrolliert Flugoffizier Soul die Flugdaten. Kapitän Roberts prüft den Wetterbericht, der alle zwei Stunden aktualisiert wird. Für Januar ist das Wetter gut. Dies ist ihr Flugziel, die Nordsee. Die Entdeckung von Ölvorkommen in dieser Region in den 1960er Jahren war für die britische Wirtschaft ein wahrer Segen. Das sogenannte Brent-Rohöl ist ein leichtes, süßes Öl, ideal für die Herstellung von Benzin. Die internationalen Ölmärkte orientieren sich an seinem Preis. Diese Entwicklung machte Aberdeen, die schottische Hafenstadt, die den Bohrinseln am nächsten liegt, zur europäischen Ölhauptstadt. Die Stadt ist ganz auf das Anlanden des schwarzen Goldes ausgerichtet. Weil die Plattformen so weit vor der Küste liegen und das Wetter unberechenbar ist, ist der Hubschrauber für die Arbeiter das einzig verlässliche Transportmittel. Hunderttausende werden so jedes Jahr über die Nordsee geflogen. Die Super Pumas sind die Lastenesel der Ölindustrie in der Nordsee. Dieser Typ wird für zivile und militärische Zwecke genutzt. Er ist langlebig, robust und trotz den Elementen. Hier vor der Küste fliegen mehr Super Pumas als irgendwo sonst auf der Welt. Heute sammeln sich die Passagiere vor dem Überflug zu den Bohrinseln in der Abflugslounge des Hubschrauberlandeplatzes. Sie alle arbeiten für die texanische Ölgesellschaft Marathon Oil. In der Nordsee befinden sich hunderte Ölfelder.
Sie sind unter mehreren Nationen verteilt, darunter England und Norwegen. Deren Regierungen verkaufen die Bohrrechte an verschiedene Ölgesellschaften. Marathon Oil betreibt 3 Bohrinseln im sogenannten Bray-Feld. Bray East, Bravo und Alpha. Die Ölplattformen in der Nordsee sind wie Städte, die niemals schlafen. Sie stehen auf dem Meeresgrund auf riesigen Stelzen aus Metall oder Beton. Von ihnen schlängeln sich Rohrleitungen zum Meeresboden. Einige führen senkrecht abwärts, andere wiederum breiten sich kilometerweit fächerförmig aus. Eine Plattform kann gleichzeitig sowohl Öl- als auch Gasvorkommen anzapfen. Hier draußen ist man vom Meer umgeben, ohne die Möglichkeit, den Ort zu verlassen. Das Wetter ist oft fürchterlich und die Arbeit auf der Bohrinsel kann hart, dreckig und gefährlich sein. Während ihrer 12-Stunden-Schichten müssen die Arbeiter schweres Gerät bedienen und mit großen Höhen oder Tiefen klarkommen. Es ist schwierig, die nötigen Facharbeiter für die Ölförderung zu finden und zu halten. Deshalb gibt es auf den Plattformen Einrichtungen, um die Arbeiter bei Laune zu halten. Das Management sorgt für Filme, Internetcafés, Sporteinrichtungen und gutes Essen, damit sich die Männer wohlfühlen. Doch es gibt auch strikte Regeln. Aus Sicherheitsgründen herrscht Alkoholverbot und geraucht werden darf nur in speziellen Räumen. Einer der schlimmsten Unfälle in der Geschichte Großbritanniens ereignete sich auf einem Ölfeld in der Nordsee. Im Jahre 1988 explodierte eine Gasleitung auf der Piper Alpha-Plattform der Occidental Petroleum. Dabei geriet Öl in Brand. ...167 Männer kamen ums Leben. Die Gefahr einer Katastrophe ist allgegenwärtig. Doch an diesem Januartag bereiten sich die Arbeiter von Marathon Oil wie gewöhnlich auf den Flug vor. Alle 16 sollen 2 Wochen auf der Alpha-Plattform von Marathon eingesetzt werden. Danach erhalten sie 2 Wochen Urlaub. Für diese Männer ist der Flug zur Arbeit Routine. Um jedoch ein Ticket für diesen Flug zu bekommen, müssen sie noch einige Voraussetzungen erfüllen. Keiner darf an Bord eines Hubschraubers gehen, ohne zuvor ein Unterwassertraining absolviert zu haben. Die Kenntnis darüber, wie man sich aus einem untergetauchten Hubschrauber oder einer Bohrplattform befreit, könnte für die Arbeiter einmal lebenswichtig sein. Auch müssen sie wissen, wie man sich im eiskalten Nordseewasser verhält. In den letzten 20 Jahren haben mehrere Unfälle die Bedeutung des Überlebenstrainings belegt. Vor jedem Start müssen Sie sich ein Video ansehen, Verhaltensregeln für einen Notfall auf Ihrem Flug. Sie alle haben es wohl bereits 1000 Mal gesehen. In einem Notfall ziehen Sie Ihren Gurt fest und nehmen Sie die Notlandeposition ein. Um durch die Fenster ins Freie zu gelangen, entfernen Sie das rote Gummisiegel vollständig und drücken Sie das Fenster heraus. Die Passagiere legen ihre Rettungsanzüge an. Diese Trockenanzüge aus Gore-Tex halten ihren Träger zwar nicht an der Wasseroberfläche, doch sie halten das Wasser ab, falls die Arbeiter ins Meer müssen. Die hellen Farben erleichtern den Rettern die Bergung. Der Flug zur Bray Alpha-Plattform geht über 230 Kilometer. Wenn alles gut geht, wird er etwas über eine Stunde dauern. Der erste Flugabschnitt führt in nordöstlicher Richtung entlang der sogenannten Hauptroute für Hubschrauber. 190 Kilometer vor der Küste erreichen sie dann ein Gebiet namens The Gate, zu Deutsch das Tor. Von hier aus steuern die Hubschrauber auf getrennten Routen die einzelnen Bohrinseln an. Bray Alpha liegt 40 Kilometer vom Gate entfernt. Auf weiten Teilen der Strecke können die Hubschrauber vom Radar der Flugleitzentrale in Aberdeen nicht erfasst werden. Wir können die Radarüberwachung über der Nordsee bei geringen Höhen nicht fortsetzen, weil die Erde rund ist.
Wenn ein Hubschrauber hinüber zu einer Bohrinsel fliegt, folgt er der Erdkrümmung. Radarwellen laufen in gerader Richtung. Je weiter sie sich also ausbreiten, umso weiter entfernen sie sich von der Erdoberfläche. Wenn ein Fluggerät in diesen Raum hineinfliegt, verschwindet es vom Radar. Bei der Flugüberwachung von Aberdeen verschwindet ein Hubschrauber mit etwa 660 Metern Flughöhe nach ungefähr 125 Kilometern vom Schirm. Es ist, als würde der Super Puma 56 Charlie jetzt in ein schwarzes Loch hineinfliegen. Der Hubschrauber ist mit seinen 18 Männern an Bord auf halbem Weg zur Plattform. Und von da an kennt niemand mehr seine genaue Position. Charlie ist ein Hubschrauber des Typs Super Puma, der die Ölplattformen vor der britischen Nordseeküste anfliegt. Er befindet sich mit 16 Passagieren an Bord auf halber Strecke zur Bray Alpha Bohrinsel. Die Besatzung ist besorgt über die Bilder auf dem Wetterradar. Laut Vorhersage sind vereinzelte Wolken zu erwarten, doch das Wetter kann schnell umschlagen. Was hältst du von dieser Wolke? Die ist ziemlich dünn. Ja, aber sieh mal, da bildet sich auch Cumulus. Noch ziemlich klein, Entfernung etwa 90 Meter. Ja, die entwickeln sich. Cumuluswolken sind bauschig und weiß, wie Watte. Sie sind schön anzusehen und für gewöhnlich harmlos. Nach 5 bis 40 Minuten verschwinden sie wieder. Hubschrauberpiloten halten sich allerdings lieber von ihnen fern, denn die Luft in diesen Wolken kann den Flug holprig machen. Lass uns darüber hinwegfliegen. Wir gehen auf 1650 Meter. Sieh mal, da ist eine ganze Reihe von ihnen, genau auf unserer Route. Das bringt uns gar nichts. Geh wieder auf 1000 Meter herunter. Okay. Bisher ist das Wetter nicht besorgniserregend. Doch über der Nordsee kann es plötzlich umschlagen. In dieser Region Europas treffen warme atlantische Winde auf eiskalte Luftströmungen aus der Arktis und Sibirien. Der warme Wasserdampf kondensiert zu Wolken, kühlt sich ab und sinkt. Dabei entstehen starke Winde, die gewaltige Luftmassen bewegen. Durch die dabei entstehende Reibung laden sich die Wolken statisch auf und die elektrische Energie kann sich in Blitzen entladen. Ein ruhiger Tagesbeginn kann somit in heftigen Stürmen enden. Jetzt, eine Stunde nach dem Start, nähert sich 56 Charlie dem Gate, dem Ort, an dem die Hubschrauber ihren Anflug auf die jeweilige Bohrinsel beginnen. Sie sind noch etwa 11 Kilometer von ihrem Ziel entfernt und das Wetter verschlechtert sich. Ray Flugsicherung, hier 56 Charlie, 195 Kilometer auf 056 Hauptroute. Sie kontaktieren die Bray Flugsicherung auf einer der Ölplattformen. Doch die Flugsicherung verfügt nicht über Radar und muss sich somit auf die Positionsangaben der Piloten verlassen. Verstanden, 56 Charlie, übernehmen Flugsicherung. Information für Aberdeen, Bristow 56 Charlie in 195 Kilometer Entfernung, fliegt auf 1000 Meter, Bray übernimmt die Kontrolle. Verstanden, 56 Charlie, Bray Flugsicherung soll übernehmen. Plötzlich ist das Wetter umgeschlagen. Anstelle der harmlosen Wattewolken versperrt ihnen jetzt eine Wand aus gefährlichen Cumulonimbus-Wolken den Weg. Sie erheben sich wie große weiße Berge, mehr als 10.000 Meter hoch, weitaus höher als die Flughöhe eines Hubschraubers. Ihre Unterseite erscheint dunkel und bedrohlich. Piloten versuchen unter allen Umständen nicht in sie hineinzufliegen. In diesen Wolken bilden sich Winde, die bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Turbulenzen können einen Flug unangenehm machen. Doch es gibt noch weitere Gefahren. Cumulonimbus-Wolken übertreffen alle anderen Wolkenarten. Sie erstrecken sich von etwa 300 Meter bis in eine Höhe von 10.000 Meter. Diese Wolken sind besonders für kleine Fluggeräte gefährlich. Im Inneren eines Cumulonimbus treten heftige Turbulenzen auf, ebenso wie Eisregen, Blitze und Regenfälle. Als Hubschrauberpilot vermeidet man diese Wolken besser. Blitze gehören zu den stärksten Naturgewalten. Weltweit gibt es durchschnittlich 100 Blitze pro Sekunde, jeder mit einer Stärke von bis zu einer Milliarde Volt. Nicht immer können Flugzeuge ihnen ausweichen. Im Durchschnitt wird jedes Passagierflugzeug einmal pro Jahr von einem Blitz getroffen. Doch ihre Bauweise verhindert schwere Schäden.
Ihr Rumpf besteht gewöhnlich aus Aluminium, einem guten elektrischen Leiter. Der Blitz bahnt sich seinen Weg entlang des Rumpfes und entweicht am Heck, ohne Schaden anzurichten. Auch Hubschrauber sind aus Sicherheitsgründen so konstruiert, was besonders über der Nordsee wichtig ist. Bei dem hier herrschenden Wetter und angesichts der großen Zahl an Hubschraubern sind Blitzschläge unvermeidlich. Die Hubschrauberflotte in der Nordseeregion wird durchschnittlich 35 Mal pro Jahr von einem Blitz getroffen. Mit Beginn seines Landeanflugs dringt der Super Puma in die Wolkenwand vor ihm ein. Hier sind Wolken. Alles in Ordnung, Anzeige grün. Flieg weiterhin durch. Die Farbe grün auf dem Wetterradarschirm bedeutet Regen, der aber nicht stark genug ist, um eine Gefahr darzustellen. Der Pilot hat eine Art Fernsehschirm vor sich, eine Karte, über der eine Reihe von Farbanzeigen erscheint. Wenn es keinen Regen gibt, bleiben die Anzeigen farblos. Bei starkem Regen erscheinen zahlreiche rote Quadrate, an denen man die Intensität und den Ort der Regenfälle ablesen kann. An Bord von 5-6 Charlie spürt man, dass das Wetter sich verschlechtert. Hagel trifft den Hubschrauber. Die Piloten sind erstaunt. Hey, woher kommt denn das? Es kommt durch die Belüftung. Wie ein Bohnensack, in den Styroporkugeln gefüllt werden. Ganz schön dicht. Wieso läuft die Maschine noch? Da draußen kann doch kaum noch Luft sein. Doch es gibt noch ein Problem. Der Eisdetektor ist ausgefallen. Da ist wohl ein Eisstück in die Sonde geraten. Der Hubschrauber verfügt über einen Eisdetektor, eine Sonde, die den Piloten anzeigt, ob die Rotorblätter vereist sind. Die Piloten glauben, dass sie vom Eis verstopft ist und daher falsche Informationen übermittelt. Dann kommt es zur Katastrophe. Verdammt! Was war das? Ich habe einen Blitz gesehen. Das ist nicht gut. Da stimmt etwas nicht. Ich fürchte, wir müssen landen. Der Hubschrauber ist beschädigt, doch sie wissen nicht, wie sehr. Der Rumpf wird von starken Vibrationen durchgeschüttelt. Instinktiv verringern die Piloten die Flughöhe, weil sie das Schlimmste befürchten. Einen Absturz. Mayday! Mayday! 5-6 Charlie! Blitzeinschlag! Heftige Erschütterungen! Mayday! Mayday! 40 Kilometer entfernt macht sich ein anderer Hubschrauber auf einer Ölplattform startbereit. Kapitän Brian Backhouse nimmt Passagiere in seinen 5-6 Bravo auf und bereitet sich auf den Rückflug nach Aberdeen vor. Wir sind komplett, alles klar. Plötzlich hört der Ladeoffizier Lionel Souls Notruf über Funk. Mayday, Mayday, 5-6 Charlie, Blitzeinschlag, heftige Erschütterungen. Wir hören Sie, 5-6 Charlie. Meine Herren, entschuldigen Sie bitte, aber Sie müssen wieder aussteigen. Wir haben einen Notruf von einem anderen Hubschrauber empfangen. Backhouse lässt die Passagiere schnell wieder aussteigen. Er will helfen, wenn er kann. Inzwischen baut sich ein Sturm auf mit Böen von über 70 Kilometer pro Stunde. Die Wellen werden höher. Die Besatzung von 5-6 Charlie versucht, die Kontrolle über den beschädigten Hubschrauber zu behalten. Nach dem Blitzeinschlag hat sich die Lage nicht verändert, nur sind sie jetzt näher an der Meeresoberfläche. Der Hubschrauber sinkt herab in Richtung auf die Plattform. Die Crampion Freedom ankert permanent in der Nähe der Bohrinseln, um den Arbeitern im Notfall eine Fluchtmöglichkeit zu bieten. Ihr Kapitän John McGinnis hört die verzweifelten Notrufe des Hubschrauberpiloten. Wir gingen auf volle Kraft voraus und die Besatzung machte sich bereit, Überlebende an Bord zu nehmen. Auf der Bravo-Plattform wird Brian Backhouse klar, dass sich der bevorstehende Routineflug in eine Rettungsmission verwandelt hat. Er will versuchen, den beschädigten Hubschrauber zu finden und in Sicherheit zu bringen. Falls dieser abstürzen sollte, könnte Backhouse Schiffe an den Absturzort dirigieren. Doch sie wissen nicht genau, wo sie suchen sollen. Lasst uns zum Gate fliegen und dort entscheiden. Zumindest haben sie einen Ausgangspunkt. Die Grampian Freedom weiß ebenfalls nicht, wohin sie fahren soll. Sie erhalten widersprüchliche Meldungen über die Position von 5-6 Charlie. Die geringe Größe des Hubschraubers und die schwere See erschweren die Suche. In dem beschädigten Hubschrauber informiert Kapitän Roberts die Passagiere über die Lage.
Meine Herren, Sie haben sicher die schweren Vibrationen bemerkt. Wir hatten einen Blitzeinschlag. Bitte setzen Sie Ihre Kapuzen auf, schließen Sie Ihre Anzüge und bereiten Sie sich auf eine Notlandung vor. Nach unzähligen Trainingsstunden sollten die Männer auf eine solche Situation vorbereitet sein. Aber wie viele werden sich in einem echten Notfall daran erinnern? 400 Meter. Wir fliegen immer noch. Ihr Ziel, die Bra-Alpha-Plattform, ist nur noch 25 Kilometer entfernt. Jetzt, 3 Minuten nach der Explosion, scheint sich die Lage immerhin nicht zu verschlechtern. Ich werde mal prüfen, ob alles noch funktioniert. Ja, wir können steigen und wir können drehen. Seitensteuerung in Ordnung. Der Hubschrauber dreht sich jetzt im Kreis. Ein sicheres Zeichen, dass mit dem Heckrotor etwas nicht stimmt. Die Piloten können die Kreisbewegung nur stoppen, indem sie den Hauptrotor abschalten. Power off! Abschalten! Maschine abgeschaltet. Jetzt ist eine Notlandung nicht mehr zu vermeiden. Charlie fällt immer schneller, mehr als 600 Meter pro Minute. Der Hauptrotor wirkt jetzt wie eine Art Fallschirm. Seine Blätter drehen sich nur noch wegen des Luftstroms. Mayday, Mayday, Heckrotor ausgefallen. Wir gehen herunter, Notlandeposition einnehmen. Bei dieser Geschwindigkeit werden sie in 40 Sekunden in die Nordsee stürzen. Die Piloten des anderen Hubschraubers, 56 Bravo, suchen den Himmel vergeblich nach 56 Charlie ab. Auch auf dem Wasser ist nichts zu entdecken. Dennoch ist der Notruf immer noch zu hören. Mayday, Mayday, Heckrotor ausgefallen. Wir gehen runter. Mayday, Mayday, Mayday. Hier 56 Charlie. Vermuten einen Ausfall des Heckrotors. Geht runter. Kapitän Backhouse im 56 Bravo weiß, dass er sich am nächsten zu dem havarierten Hubschrauber befindet. Alles hängt von ihm ab. Doch sein Hubschrauber kann die Notrufsignale des abstürzenden 56 Charlie nicht orten. Ihm bleibt nur die graue See, Kilometer für Kilometer abzusuchen. Die Besatzung der Grampian Freedom sucht inzwischen ebenfalls die See und den Himmel ab. Doch sie wissen, dass 56 Bravo in kürzerer Zeit mehr Fläche überblicken kann als das große, langsame Schiff. Sie tun, was sie können und warten auf neue Hinweise. Ich kann die Schwimmer nicht finden. Schon erledigt. Halt nur den richtigen Trimwinkel. Die Piloten von 56 Charlie werden jetzt eines der schwierigsten Manöver versuchen. Eine Landung mitten in schwerer See. Die Schwimmer unter dem Hubschrauber sollen ein Sinken verhindern. Wenn sie jedoch über dem Wasser zu früh ausgefahren werden, könnte der Hubschrauber endgültig an Stabilität verlieren und umkippen. Wenn sie die Schwimmer zu spät einsetzen, werden diese nicht vollständig aufgeblasen. Der Hubschrauber würde dann untergehen. Sie haben nur einen Versuch. Sie wählen den exakt richtigen Zeitpunkt. Wir sind unten. Sieht stabil aus. Sie sind sicher gelandet, doch niemand weiß, ob sie sich an der Wasseroberfläche halten können. Hubschrauber haben einen hohen Schwerpunkt, daher ist zu befürchten, dass er jeden Moment umkippt und sinkt. Wir müssen hier raus. Öffne die Türen. Sie müssen die Rettungsinseln aufblasen und schnell zu Wasser lassen. Wenn der Hubschrauber umkippt, wären sie alle darin gefangen. Heb diese Seite an. Halt das Seil fest. Du gehst am besten nach hinten und bereitest die Evakuierung vor. Ich werde noch einen letzten Notruf versuchen. Doch die Evakuierung verläuft nicht reibungslos. Als sie eine der Rettungsinseln hinauswerfen, wird sie von dem starken Sturm zurück an den Hubschrauber gedrückt. Sie können nicht hineinsteigen. Wir können sie hier nicht zu Wasser lassen. Können wir auf die andere Seite gehen? Wir müssen alle zusammenbleiben. Komm schon, komm schon. Mayday, 56 Charlie. Wir sind jetzt auf dem Wasser und gehen in die Inseln. Er gibt ihre Position nicht an. Die Rettungsinsel ist mit 18 Männern gefährlich überladen. Eigentlich ist sie nur für 14 konstruiert. Das Wasser steht ihnen bereits bis zu den Knöcheln und steigt weiter. Sie sind sehr nah an ihrem Zielort abgestürzt. Doch von der Insel aus haben sie keine Chance mehr, ihre Position zu übermitteln.
Zum ersten Mal sehen die Piloten die Ursache des Unglücks. Der Heckrotor ist mit seiner gesamten Befestigung herausgebrochen und hängt jetzt am Hubschrauber, nur noch gehalten von einigen Leitungen. Noch ist niemandem aufgefallen, dass sie in ihrer Eile vergessen haben, den Notrufsender mit von Bord zu nehmen. Dieses Gerät sendet Signale an die Rettungskräfte. Jetzt könnte es überlebenswichtig sein. Zwei Seile verbinden die Rettungsinsel mit dem Hubschrauber. Sie sollen ein Abtreiben verhindern. Doch die Seile werden sie auch in die Tiefe ziehen, wenn der Hubschrauber sinkt. Einer der Passagiere hat ein Messer. Soll ich das Seil kappen? Nein, noch nicht. Wir können leichter entdeckt werden, wenn wir beim Hubschrauber bleiben. Die Probleme werden immer größer. Die Passagiere versuchen, sich mit dem Faltdach zu schützen, doch es steckt fest. Ohne diesen Schutz sind sie den Wellen ausgeliefert. Dann wird der Hubschrauber selbst zu einer Gefahr. Die Türen sind so konstruiert, dass sie nach dem Auswerfen ins Wasser gleiten und sinken sollen. Doch eine von ihnen treibt noch an der Oberfläche und nähert sich mit ihrer scharfen Kante der Insel. Die im Wasser treibende Tür hat die Rettungsinsel aufgerissen. Los, schöpft das Wasser hinaus. Wir sinken. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden nicht sinken. Eine Welle und wir gehen unter. Die Piloten geben ihr Bestes, um die anderen zu beruhigen. Da draußen sind Hubschrauber und Schiffe. Sie wissen, dass wir notgelandet sind. Sie haben unseren Notruf gehört. Die überladene Rettungsinsel sinkt immer tiefer ins Wasser. Innen steht es bereits hüfthoch. Und jetzt drückt die Kraft der Wellen sie gegen die scharfe Kante eines herabhängenden Rotorblattes. Wir müssen weiter davon weg und das Tau kappen. Die beiden Sicherheitsleinen verbinden die Rettungsinsel immer noch mit dem Hubschrauber. Eines ist kurz, das andere lang. Sie wollen das kürzere durchschneiden, um aus der Reichweite der Rotorblätter zu gelangen. Das lange Tau ist gerissen. Ich bin shredded! Du musst das kürzere durchschneiden. Nur das kurze Tau verbindet sie noch mit dem Hubschrauber. Wenn sie es kappen, werden sie schnell davontreiben. Ein winziges Boot voller Männer, die der See ausgeliefert sind. Doch wenn sie es nicht durchschneiden, könnten die ausgezackten Kanten des Hubschraubers das Boot zerfetzen und zum Sinken bringen. Achtzehn Männer drängen sich auf einer Rettungsinsel, nachdem ihr Hubschrauber in die Nordsee gestürzt ist. Die Insel ist überladen, sie wurde von den schroffen Kanten der Hubschraubertür durchlöchert und sinkt jetzt immer tiefer ins Wasser. Sie müssen vom Hubschrauber wegkommen. Flugoffizier Lionel Soule trifft eine schwerwiegende Entscheidung und kappt das Tau. Jetzt treiben sie hinaus in den Sturm. Die meisten ihrer Rettungsanzüge haben eiskaltes Wasser in sich aufgenommen. Ein Mensch erleidet im Wasser eine Unterkühlung, wenn die Luft- und die Wassertemperatur zusammengerechnet weniger als 10 Grad Celsius betragen. Im Winter liegt die Temperatur in der Nordsee weit darunter. Dabei versagen allmählich die Hirn- und Muskelfunktionen. Die Kernkörpertemperatur sinkt, dann tritt Bewusstlosigkeit ein und schließlich der Tod. Ihre Rettungschancen sind gering. Niemand weiß, wo sie sind. Sie sind nur ein winziger Punkt in dem riesigen, aufgewühlten Meer. Ruhe! Ich höre etwas! Da ist ein Hubschrauber. Die verzweifelten Männer sehen ihre letzte Chance gekommen. Schnell, geben Sie mir die Leuchtraketen aus der Tasche hinter Ihnen. Hier, wir sind hier. Doch es ist alles vergebens. Der Hubschrauber fliegt weiter. Die Männer können es nicht fassen. Ihre letzte Hoffnung ist verschwunden. Aus dem Cockpit von 56 Bravo sieht Brian Backhouse nur die graue See. Doch plötzlich entdeckt sein Co-Pilot etwas. Kontakt rechts auf 2 Uhr. Okay, verstanden. Sehen wir uns das mal an.
Zielkontakt. Bestätige. Ziel ist 5-6 Charlie. Geben Positionsmeldung. Wie ein Schutzengel schwebt 5-6 Bravo mehr als eine Stunde lang genau über den Überlebenden und führt Rettungsschiffe und Flugzeuge an diesen winzigen Fleck auf dem Meer heran. Er ging herunter und kam sehr nah, weil er die Überlebenden auf dem Boot zählen wollte. Eine ganze Weile war er genau über uns und wirbelte uns ein bisschen herum. Nachdem er die Lage eingeschätzt hatte, flog er wieder davon, markierte aber noch unsere Position für die Rettungskräfte. Zuerst erreicht die Grampian Freedom den Unglücksort. Wir hatten überall an Bord Wachen postiert und auch einige auf jeder Seite der Brücke. Ein Hubschrauber flog im Zickzack über unseren Bug. In einer solchen Situation ein normales Manöver. Fast 2 Kilometer von der Rettungsinsel entfernt lässt die Grampian Freedom ihr erstes Schnellboot zu Wasser. Es fährt mit voller Geschwindigkeit ab. Der Regen und die Wellen erschweren das Auffinden der Überlebenden. Hey, da ist ein Boot! Nein, bringen Sie uns nicht zum Sinken! Ganz ruhig, Jungs. Die wissen, was sie tun. Das Rettungsboot wirft eine Leine zu den Überlebenden hinüber. Die Männer ziehen sich selbst an das rettende Boot heran. Doch es gibt noch eine Herausforderung. Wie sollen sie bei dieser schweren See von ihrer winzigen, aufblasbaren Rettungsinsel auf das hohe Deck des Schiffes gelangen? Wir erreichten das Rettungsschiff. Wenn man an einer Rettungsinsel sitzt, fragt man sich, wie man dorthin aufgelangen soll. Doch die Besatzung ist gut ausgebildet. Sie wartet die Bewegung der großen Wellen ab und weiß genau, wann der beste Augenblick gekommen ist, um die Passagiere auf Deck zu bringen. In unserem Fall ist das sehr gut gelungen. 14 Überlebende werden auf die Grampian Freedom gebracht, die 4 übrigen auf ein anderes Schiff. Die Männer sind unterkühlt und stehen unter Schock, sind ansonsten jedoch unverletzt. Cedric Roberts und Lionel Soule haben durch ihr umsichtiges Handeln das Leben aller an Bord gerettet. Ich muss gestehen, dass ich schon glaubte, wir müssten sterben. Die ganze Welt verwandelte sich in diesem Moment für mich in eine einzige Katastrophe. Es war die schlimmste Situation, die ich je auf einem Flug erlebt habe, und ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Die Crew hat die Notlandung überlebt und bis zur Rettung für die Sicherheit der Passagiere gesorgt. Doch am Tag nach dem Unglück geraten sie unter Verdacht. Ihr Bericht wird hinterfragt. Ein Blitz sollte einem robusten Nordsee-Hubschrauber eigentlich nichts anhaben können. Ich erinnere mich an kein weiteres Beispiel, bei dem ein Blitzeinschlag eine solche Auswirkung hatte. Die Experten bezweifeln den Bericht der Piloten. Noch nie ist ein Hubschrauber nach einem Blitzeinschlag in die Nordsee gestürzt. Vielleicht lag ein technischer Fehler vor. Es gibt auch Gerüchte, dass die Piloten unbekümmert mitten in ein Gewitter hineingeflogen seien. Der Beweis für die Richtigkeit ihrer Angaben liegt unter den Wellen. Der Hubschrauber 5-6 Charlie. Das Büro für Flugunfalluntersuchung, AAIB, Großbritanniens Absturzermittler, beginnt mit der Suche nach der Wahrheit. Sie sieht selbst aus wie eine Bohrinsel, aber die Stay Dive ist tatsächlich ein Schiff, das vor allem rund um die Ölplattformen eingesetzt wird. Ihre 9 starken Motoren halten sie bei fast jedem Wetter stabil auf dem Wasser. Außerdem ist sie mit Mini-U-Booten für die Unterwassersuche ausgerüstet. Einen Tag nach dem Unglück soll sie den Hubschrauber vom Grund der Nordsee bergen. Die Ermittlungen beginnen erfolgreich. Schon am ersten Tag erfassen Fernsehkameras an Bord der Stay-Dive-U-Boote die Überreste von 5-6 Charlie auf dem Meeresboden. Doch das Wrack muss auch noch gehoben werden. Die Arbeit dauert bis in die Nacht hinein. Schon bald werden zahlreiche Wrackteile von 5-6 Charlie gefunden. Doch das entscheidende Beweisstück fehlt noch. Der Heckrotor. Ed Trimple ist der leitende Ermittler des AAIB. Den Heckrotor und alle dazugehörigen Teile wiederzufinden war nicht leicht. Doch anderenfalls wären die Untersuchungen ergeben.
Heckrohr über dem Mast befand, als der Hubschrauber runterging. Dabei hat er sich irgendwann zwischen dem Beginn des Sinkfluges und dem Einsatz der Stay Dive kostet 20.000 britische Pfund pro Tag. Ed Trimble ruft seinen Vorgesetzten an. Er war eher skeptisch. Er wollte wissen, ob ich daran glaubte, den Heckrotor wirklich zu finden. Ich schätzte die Chancen ihm gegenüber auf optimistische 80%. Darauf antwortete er, ich denke, Sie könnten schon mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit zufrieden sein, den Heckrotor in der Nordsee zu finden. Ed Trimble bleibt die ganze Nacht auf und überwacht die Unterwasserkameras. Ich wollte nicht, dass wir ein Beweisstück, ein wichtiges Wrackteil, übersehen. Besonders die Rotorpartie war wichtig. Gegen 8 Uhr ging ich in die Bordküche, um einen Kaffee zu trinken. Ich war kaum länger als 7 bis 10 Minuten weg, als ich unser Team aufgeregt rufen hörte. Super! Super, da ist er! Ich rannte zu der Kamera und sah in der Mitte des Bildschirms den Rotorkopf. Und auf den ersten Blick konnte ich an einem der Rotorblätter eindeutige Spuren eines Blitzeinschlags erkennen. Die Crew hatte recht. Die Kameras an den Mini-U-Booten zeigen deutliche Brandspuren am Heckrotorblatt. Eine nähere Untersuchung der Wrackteile an Deck offenbart, dass auch 2 Blätter des Hauptrotors vom Blitz getroffen wurden. Doch der Heckrotor ist am stärksten beschädigt. Da bislang noch kein Hubschrauber über der Nordsee derart von einem Blitz beschädigt wurde, stellt sich die Frage, wie konnte das geschehen? Ed Trimble zieht den Gewitterexperten John Hardwick hinzu, um herauszufinden, wie 5-6 Charlie so getroffen werden konnte. Wir haben bei unseren Tests den Heckrotor eines Super Puma Hubschraubers verschiedenen Energiestärken ausgesetzt, bei denen wir Blitze simulierten. Wir wollten das Ausmaß eines möglichen Schadens simulieren, der durch einen Blitz entstehen konnte. Dabei haben wir die Energie gemessen, die auf den Heckrotor gewirkt hat. Dieses Video von den Tests ist von Ed Trimble selbst aufgenommen worden. Dabei waren auch Vertreter des Herstellers des Super Puma anwesend. Hardwick setzte den Rotor mehreren Blitzschlägen aus, bis er denselben Schaden simulieren konnte, der an dem Heckrotor zu erkennen war. Dafür musste er einen enormen Blitzeinschlag erzeugen, der alle zuvor denkbaren Gefahren für den Hubschrauber übertraf. Etwas, das so eigentlich nicht über der Nordsee geschehen konnte. Es hatte schon kleinere Zwischenfälle gegeben, kleinere Blitzschläge, die zu geringen Schäden führten. Doch so etwas war nicht zu erwarten gewesen. Einen kurzen Moment nur schlagen 30 Milliarden Watt ein. Mehr als der gesamte Stromverbrauch in den USA zusammengenommen. Und solch ein gewaltiger Blitzschlag ereignete sich über der Nordsee, wo beinahe 3 Millionen Passagiere jährlich nichtsahnend die Ölplattformen anfliegen. Unsere Hubschrauber sind für den höchsten Sicherheitsstandard zertifiziert, genau wie bei einer Fluglinie, die Transatlantikflüge übernimmt. Wir konnten also nicht ahnen, dass ein Blitz unseren Hubschrauber so stark beschädigen konnte. Ein gewöhnlicher Blitz sicher nicht, aber dieser hier war außergewöhnlich. Bei einem Blitzschlag entstehen gewaltige Mengen Energie. Wir können diese mit Transmittern und Empfängern messen, die über ganz Europa verteilt sind. Die Daten werden vor Ort kalibriert, dann wird die genaue Position der Blitze bestimmt und an den Wetterdienst in London übermittelt. Eine Überprüfung der Berichte ergab folgende bemerkenswerte Erkenntnis. In den Cumulonimbus-Wolken werden winzige Eiskristalle von den Winden aufwärts getragen. An der Oberseite der Wolken verbinden sie sich mit anderen Kristallen zu Hagel. Dieser fällt in schweren Körnern zurück zur Erde. Auf dem Weg nach unten erzeugt die Berührung des Hagels mit dem aufsteigenden Wasser Reibung. Dabei laden sich die Kristalle elektrisch auf.
Wenn ein Hubschrauber in diese Wolken hineinfliegt, zerschneiden die scharfen Enden seiner Rotoren diese Kristalle und es entsteht eine noch größere Reibung und Elektrizität. Diese entlädt sich schließlich in einem grellen Blitz. Die Daten zeigen, dass der Blitz, der 5-6 Charlie traf, der einzige war, der an diesem Tag über der Nordsee registriert wurde. Es ist so gut wie sicher, dass der Hubschrauber ihn selbst verursacht hat. Aus irgendeinem Grund begrenzte sich der Schaden jedoch auf den Heckrotor. Warum war dieser so anfällig? Dann macht er Trimble eine wichtige Entdeckung. Als die Luftsicherheitsbehörde dem Super Puma das Prädikat sicher verlieh, hatte sie etwas Entscheidendes übersehen. Etwas, das den Absturz von 5-6 Charlie verursacht haben könnte. Absturzermittler untersuchen die Wrackteile eines Hubschraubers, der in der Nordsee notgelandet ist. Eine nähere Untersuchung des Wracks gibt Aufschluss über die Absturzursache. Als die britische Flugsicherheitsbehörde ihre Sicherheitsstandards für Blitzeinschläge festlegte, untersuchte man Rotorblätter aus Fiberglas, das damals übliche Material für Hubschrauberrotoren. Doch in den 1980er Jahren verwendeten die Hersteller neue Materialkomponenten, etwa Kohlefasern, die sich als leichter und stärker erwiesen. Besonders die Rotoren wurden von jetzt an aus Kohlefasern und nicht mehr aus Fiberglas gefertigt. Man nahm an, dass die Standards auch auf die neuen Rotorblätter anzuwenden seien. In der Industrie nennt man dieses gefährliche Verfahren Querlesen. Tatsächlich hat das Material der Rotorblätter zum Absturz von 5-6 Charlie geführt. Obwohl sie aus Kohlefasern bestehen, sind sie mit aufgeklebten Anti-Erosionsstreifen versehen, um die Kanten zu schützen. Genau hier liegt das Problem. Kohlenstoff leitet Elektrizität um ein Tausendfaches besser als Aluminium. Dadurch entsteht auch eine tausendfach größere Hitze. Die Blätter werden extrem heiß. Und wenn der Luftstrom auf den Metallstreifen an der Kante trifft, entstehen Lichtbögen und ein heftiger Funkenflug, bis schließlich ein Teil des Erosionsstreifens explodiert. Nur 100 Gramm des Erosionsstreifens flogen davon. Doch das reichte aus. Ohne dieses Gewicht war der Heckrotor nicht mehr im Gleichgewicht. Dadurch entstanden die Vibrationen, die an Bord von 5-6 Charlie gleich nach dem Blitzeinschlag zu spüren waren. 3 Minuten später testet Lionel Sole die Steuerung. Dabei werden die nicht mehr ausbalancierten Rotorblätter einer enormen Belastung ausgesetzt. Die Befestigungsbolzen geben nach. Wir haben den Heckrotor verloren. Der Heckrotor ist weg. Es war wie in einem Auto, das sich nicht mehr steuern lässt. Nur viel schlimmer. Die Lage war wirklich sehr kritisch. Uns beiden war klar, dass wir den Heckrotor verloren hatten und dass wir jetzt genau das Richtige tun mussten, um unser Überleben zu sichern. Innerhalb von Sekunden konnte alles vorüber sein. Wir mussten das Richtige tun. Wir schafften es, den Hubschrauber in den Wind zu richten. Die See wurde immer schwerer. Bei etwa 30 Meter zog ich die Steuerung nach hinten, um den Bug des Hubschraubers überhängen zu lassen. So wollte ich ihn langsamer aufs Wasser bringen. Wir hatten Glück. Genau in diesem Moment kam eine harmlose Welle, auf die wir aufsetzen konnten. Das war eine der besten Landungen, die ich je gemacht habe. Doch wir hatten wohl auch viel Glück dabei. Trotz des Unglücks hätte alles noch schlimmer kommen können. Die beiden Hydraulikleitungen etwa, die die Heckrotorpartie mit dem Rumpf verbinden, sind nicht gebrochen. Diese beiden dünnen Rohrleitungen haben das gesamte Leitwerk mit dem Heckrotor, der schon über dem Mast baumelte, gehalten. Ohne das Gewicht der Rotorpartie wäre der Hubschrauber nach vorn gekippt. Wäre das hintere Leitwerk mit dem Rotor vollständig vom Rumpf abgebrochen, wären alle 18 Insassen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber hätte sich vorn übergeneigt und wäre in der Nordsee versunken. Die Ermittler haben das Rätsel um diesen Hubschrauberabsturz gelöst. Doch sie stoßen noch auf ein weiteres Problem, das jeden Flugreisenden betrifft.
Die Ermittler glauben, dass das abrupte Ende des Fluges von 56 Charlie durch einen gewaltigen Blitzeinschlag verursacht wurde, dem kein Fluggerät widerstanden hätte. Als der Blitz einschlug, zeigte sich, dass die aus Kohlefaser hergestellten Rotorblätter eine Gefahr darstellten. Die enorme Hitze, die beim Zusammentreffen der Kohlefaser mit dem metallenen Erosionsstreifen entstand, könnte nochmals auftreten. Jedes Fluggerät mit Bauteilen aus Kohlefasern könnte einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt sein. Immer häufiger ersetzt die Kohlefaser das Aluminium. So besteht etwa das größte Flugzeug der Welt, der Airbus A380, zu 20% aus Kohlefasern. Der Dreamliner vom Konkurrenten Boeing sogar zu 50%. Was würde geschehen, wenn diese Flugzeuge einem solch gewaltigen Blitzschlag ausgesetzt wären? Dies war die größte Sorge der Ermittler nach dem Super Puma-Absturz. Man hatte solche Untersuchungsergebnisse nicht erwartet und beurteilte sie skeptisch. Obwohl die Tests zeigten, dass 56 Charlie von einem unerwartet heftigen Blitzeinschlag getroffen wurde, erkannte die britische Flugsicherheitsbehörde sie nicht an. Sie hielt die Tests für nicht beweiskräftig. Niemand könne wirklich sagen, welche Stärke der Blitz hatte, der den Hubschrauber traf. Es wurden keine Maßnahmen zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Hubschraubern getroffen. Ich hielt diese Reaktion für erbärmlich. Es schien, als wollten sie die Beweise nicht anerkennen. Wenn die britischen Absturzermittler recht haben, sind Flugpassagiere einem hohen Risiko ausgesetzt. Die Einwirkungen von Blitzen auf ein Flugzeug können viel folgenschwerer sein als zuvor angenommen. Und besonders stark sind diejenigen Maschinen gefährdet, deren Bauteile aus den neuartigen Mischkomponenten bestehen. Für den Super Puma allerdings haben diese Erkenntnisse eine Veränderung herbeigeführt. Die Rotorblätter wurden verstärkt. Die Erosionsstreifen sind jetzt mit schweren Bolzen fixiert. Und ihre Piloten sind angehalten, Gewitterwolken weiträumig zu umfliegen. Die Piloten, die auf diesen Hubschraubern ihren Dienst verrichten, sind bereit, sich diesen Risiken zu stellen. Ich glaube, wir hatten an dem Morgen unserer Notlandung noch Glück, denn es hätte alles viel schlimmer kommen können. Noch an diesem Tag hatte ich gedacht, dass mir so etwas nicht passieren kann. Wenn ich jetzt in einem Hubschrauber sitze, der vom Wind geschüttelt wird, habe ich immer im Hinterkopf, dass mir so etwas nicht noch einmal passieren kann. Wir haben alle die Wahl. Entweder wir hören auf oder wir machen weiter. Und heute habe ich immer noch denselben Beruf. Der Absturz von 56 Charlie war ein haarsträubender Unfall, der leicht in einer Tragödie hätte enden können. Im Winter 1995 retteten Kapitän Seth Roberts und Flugoffizier Lionel Soule das Leben ihrer 16 Passagiere. Roberts und Flugoffizier Soule werden für ihre Leistungen ausgezeichnet. Die Piloten- und Navigatorenvereinigung würdigt ihr Geschick und ihre Tapferkeit bei der Notlandung. Obwohl wir mehrere Auszeichnungen von verschiedenen Organisationen erhielten, ist mir eine Sache weitaus wichtiger. Die Tochter eines Passagiers schrieb mir diese kleine Karte. Sehr geehrter Captain Roberts, ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie meinem Vater das Leben gerettet haben. Sie haben während des Absturzes trotz größter Anspannung Ruhe bewahrt. Wenn Sie die Kontrolle über den Hubschrauber verloren hätten, wäre mein Vater heute nicht hier. Ich danke Ihnen sehr.